mein Jahrmoment 2016 war natürlich der Aufstieg mit der Mannschaft und ja, ein i-Tüpfelchen nochmal war halt mein erstes Tor für den Jahren gegen Hertha BSC Berlin in der ersten DFB-Pokalrunde. Ja, sowas habe ich halt für mich persönlich habe ich noch nie erlebt und ja, bis heute freue ich mich noch darüber. Und man hat, glaube ich, gemerkt, wie die Fans hinter uns da standen, was wir für ein Feuerwerk hier abgeliefert haben. Klar ist es blöd, dass wir das Spiel noch verloren haben. Ich glaube, der Verein hätte sich dann auch gewünscht, dass wir das Spiel gewinnen. Aber ich glaube, wir waren so eine super Einheit, dass wir Paroli geboten haben. Also es war ja so, beim Eckball habe ich zum Schiri vorher gesagt, können Sie einen Schritt nach links gehen, weil es kann sein, dass ich einen Ball bekomme. Und ja, wie das Glück dann wollte, kam der Ball dann zu mir und ja, ich bin jemand, ich denke nicht viel nach, ich schaue dann einfach drauf. Ja, und dann habe ich halt gesehen, dass der Ball eingeschlagen ist und ja, ich glaube, das war pure Freude. Die Leute, die mich kennen, ja, ich lasse dann alles raus, weil für mich ist ein Tor mit das Schönste. Ja, dass ich da gefühlte 400 Meter laufe, wie der Trainer das da gesagt hat damals. Ja, mein Gott, das muss man mir verzeihen, da soll keiner böse auf mich sein. Ja, er meinte zu mir, Alex, alles schön und gut, aber ich stehe jetzt wieder auf. Das ist halt gerade nur das 1-0, das Spiel ist nicht vorbei. Und ich soll halt schnellstmöglich wieder auf meine Position gehen. Und ich glaube, das Spiel allgemein war sehr intensiv, jeder hat alles gegeben. Und ja, ich bin halt auch ein Spieler, der viel kämpft oder versucht halt über den Kampf zu kommen. Und dass ich natürlich dann mit so einer ja, schönen Dummheit, sage ich mal, mich dann noch ein bisschen mehr kaputt mache, war halt ein bisschen dumm, aber ja. Passiert. Ja, es ist nichts ausgeschlossen, man kann es immer wieder schaffen in die erste DFB-Pokalrunde. Vielleicht wird es dieses Jahr ein bisschen schwieriger, aber für die kommenden Jahre ist halt alles drin. Und wie ich halt eben schon mal gesagt habe, es war so ein familiäres Gefühl einfach während des Spiels und nach dem Spiel, wie glücklich die Leute waren. Und da müssen wir auch wieder hinkommen, dass wir das in der Liga zeigen und dann ist es nicht mehr so weit entfernt dahinten.